Wanderer. Ich weiß, was ihr seid. Ich weiß, was ihr seid. Josef hat mir davon berichtet. Er hat mir über Nevesk Bericht erstattet, über das Blut, über eure Vision. Ihr glaubt, ihr wäret gerettet worden. Narr! Das Blut eines jeden Dämons lebt. Es wird euch von innen zerfressen, bis nur noch sie übrig ist. Geht nach Nevesk. Los! Dort werdet ihr die Wahrheit sehen. Sucht, der nicht findet. Sucht nach einem Ritualdolch oder dem Blut der Dämonin. Etwas der Ungläubigen, etwas, das man anfassen kann. Nichts. Es ist ein abstoßendes Scheißloch. Aber für euch ist es eine Art Geburtsort. Ach, ihr werdet schon sehen. Wer seid ihr? Ich bin Voshalko. Ich bin Kyobashad. Ich habe hier 50 Jahre lang gelebt. Einst war ich sogar des Engels Lieblingspriester. Aber heute, die aalglatten Neulinge kennen nicht einmal meinen Namen. Was habt ihr gefunden? Ah, seht ihr das? Seht ihr, wie die Blüte pulsiert, wenn sie eure Haut berührt? Ihr seid befleckt, genau wie ich gesagt habe. Die Dämonin bohrt sich in eure Seele. Ein grauenhaftes Schicksal. Doch vielleicht wird euch Voshalko helfen. Ein Exorzismus. Das ist es, was ihr braucht. Geht zum Gnadengrat und durchsucht die Krypta. Dort werdet ihr ein heiliges Relikt finden. Die Glückshaube des Kindes, berührt vom Engel höchstpersönlich. Ich benötige sie, um das Blut zu läutern. Wichtig! Ich habe die Getreuen durch die dunkelsten Tage der Kirche geführt. Ich war seine Stimme. Doch Brava, möge das Licht auf sie scheinen, änderte alles. Ihre Stimme brannte mit heiligem Feuer, während meine versagte. Damals war ich lediglich einer von vielen Priestern, wie es gut und richtig war. Frag die falschen Pilger. Sie wanderten einst in Massen zum Schein des Engels. Doch wie reagieren sie darauf, wenn er sie um Geduld bittet? Sie spucken ihm vor die Füße. Diejenigen unter uns, die unseren Glauben bewahrten, wurden ausgehungert, fortgejagt und mussten zurücklassen, was uns am wertvollsten war. Das gilt auch für die Glückshaube des Kindes.
bereit. Zeit. Tränke.
Zeit. Mehr Zeit. Zeit. Jahre lang habe ich die Böden gewischt, die Kerzen angezündet und die Gläubigen hier im Grab unserer heiligen Ilmo empfangen. Nur gesehen der Herrlichkeit des Vaters. Aber die Gläubigen kommen nicht mehr. Ich hörte sie ihre Pferde donnernd auf der Straße nach Skosglen vorbeiziehen und wie sie sich Hals über Kopf in die Wildnis stürzen, um dem Vater zu dienen. Die wenigen Glücklichen können sich ein eigenes Grab verdienen. Und vielleicht einen alten Mönch, der sich um sie kümmert, während die Welt ihren Namen vergisst. Ah!
Ich brauche mehr Zeit. Ich habe keine Essenz mehr. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit.
bin noch nicht bereit. Bereit.
brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Essenz. Wärmte Brava in ihrem Krankenbett. Sie ist kleiner, als ich dachte. Vielleicht seid ihr der Narr, der dem Priester den wahren Glauben predigt. Trefft mich im Elysiumer Archiv. Dort werde ich diese Dämonin aus eurem Körper treiben. Warten Ritter, die zu meinem Schutz gerufen wurden. Viele mögen den alten Wuschalko vergessen haben, aber manche sind noch treu ergeben. Ich werde nun die Glückshaube des Kindes aufsetzen, so wie es unsere Mutter Prava tat, als sie neu geboren wurde. Vom Engel Inarius gesegnet, wird mir nichts Böses geschehen. Mein Werk sei sein Werk, meine Wünsche seien seine Wünsche. Ihr, durchzogen mit Sünde, vergießt euer Blut in diesen geheiligten Kelch. Nun heran. Steht innerhalb des Kreidekreises und versucht nicht, euch zu entfernen, sonst ist eure Verdammnis gewiss. Inarius, dessen Schwingen dieser Welt das Licht bescherten, wirkt nun durch mich. Läutert das Unreine in diesem Blute. Vertreibt ihre Verderbnis. Brennt sie aus. Was ist das? Nein, nein, das ist nicht richtig. Licht, nein, 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 halt, stopp! Der Exorzismus, Ich habe alles richtig gemacht, wie schon so oft zuvor. Aber ihr... Hinfort. Hinfort mit euch! Der Engel Inarius
Er verstößt euch. Er verstößt euch. Geht. Bitte, geht. Bitte. Ich bitte euch.